Ja, herzlich willkommen zurück zum Call of Duty 2. Und wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Beim Sterben. Ja, wie gesagt, beim Sterben. Ja, die Aufnahme, die Soundaufnahme ist mir gerade kaputt gegangen. Deshalb muss ich das jetzt nachsynchronisieren. Und mal gucken, wie das klappt. Ja, ich merke gerade, dass ich eine Waffe aufgenommen habe, die keine Munition hat. Und mal wieder eine Granate hinter mir ist. Achso, ja, ich bin auf der Suche nach meiner Lieblingswaffe. Dem Gewehr 53. Diese Waffe zählt, die ich gerade in der Hand habe, zählt garantiert nicht dazu. Denn es ist natürlich eine Einschussautomatik. Ja, da sind richtig viele. Wie man die Pflot machen soll, keine Ahnung. Granate. Er ist etwas heftig hier. Ja. Und es ist klug zu merken, dass ich da hinten hin muss. Was auf der Kappe steht und eigentlich immer nur in die Hose will. Und treffen sollte gelernt sein, muss ich wirklich sagen. Und da ist mein geliebtes Gewehr dann natürlich. Ah, hier war ich gar nicht noch. Aber ja, nicht die ganze Zeit. Ja. Und ja, mal gucken, wo ich noch eine Rifle finde oder wo ich Munition fürs Gewehr dran finde. Suche ich gerade. Das ist ein Sniper, dummerweise. Kein Gewehr. Und wir haben 26 Schuss. Und das reicht nicht. Muss ich wohl über zu der sowjetischen Variante greifen. Und damit versuchen die Deutsch erledigen. Es ist immer witzig, dass sie Potato Masher sagen. Und der Panzer mich, naja, so gut wie gar nicht beachtet im Moment. Okay, vielleicht auch nicht. Und Granate. Da liegt sie. So. Einmal hinlaufen. Dran. Weg davon. Nicht unter die Ketten kommen. Wie beim letzten Mal. Schön. Und ab in die Halle. Schon wieder eine Granate. Wieso laufen die da rein? Wieso? Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Naja, ich kann vom Glück sagen, dass ich auf einfach oder auf normal spiele. Nicht auf hart. Sonst wäre das ziemlich heftig. Ich würde, glaube ich, kaum verwenden. Ja, und jetzt bin ich wieder auf der Suche nach Munition für mein Gewehr.
Was komisch ist, dass ich viele Gewehre gar nicht aufheben kann. Ja, also hier kann man auch nicht rein. Wieso, ist ein Rätsel. Ah, egal. Ja, und... Granate schon wieder. Ich weiß, wo die Granate her. Ah, Entschuldigung. Dann gehe ich lieber hinten rum, damit die mich nicht die ganze Zeit total aufhalten. Ja, hier habe ich mir wieder die falsche Taste gedrückt. Mal wieder kann ich die nicht aufnehmen. Ja, und gut, dass man vorher nicht nachlädt. Und dass der Gegner so dumm ist. Ist beides. Ja, das sind etwas viele. Weiter geht's. Den nehme ich mich gar nicht erst an. Oder vielleicht doch. Ja, das Ziel ist es, die, wie ich erfahren habe, die Gebäude hier sauber zu räumen. Oder zu säubern. Das wäre dann vielleicht... Keine gute Idee, sich nicht mit denen anzulegen. Komm, Entdeckung, Entdeckung. Da ist noch einer. Wieso wäre er nicht von hinten? Kann ich wieder auch nicht aufnehmen. Das ist etwas schade eigentlich, dass ich komischerweise fast nur Maschinengewehre und Sniper aufnehmen kann. Komm, geh weiter runter. Schön weiter. Jetzt laufen wir mal da lang. Hopp, hopp, hopp. Das ist interessiert mich nicht mehr so schnell. Oder vielleicht doch. Zur nächsten Deckung. Granate, weglaufen, 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 weglaufen. Das ist meine Deckung eigentlich. Wieso kommt er auf mich? Egal. Habe ich weniger Arbeit. Ja, nächstes Objekt gemacht. Fehlt nur noch eins. Würde ich sagen.
laufen weiter durch die schön feindlich agiert animierte Welt von Call of Duty 2. Das Spiel ist übrigens von 2005. Und da sieht es eigentlich gut aus. Naja, ich spiele es jetzt auch auf Ultra. Mal gucken, wie weit ich fliegen kann. Oh, ja, ich habe wahrscheinlich voll gefunden. Aber so sieht das eigentlich sehr schön aus, muss ich sagen. Ja. Munition ist so eine Sache, sollte ich mal lernen mit dem Nachladen. No doubt they'll be back in a couple of hours. Let's head back to the station house. Move! Ja, Mission beendet. Machen wir noch eine. Würde ich sagen. Druck drauf. Fein. Normalerweise. Geht das schneller und normalerweise brauche ich nicht so lange, um auf die Maus zu klicken, aber diesmal habe ich eine SMS geschrieben. Also hat das etwas gedauert oder dauert das jetzt etwas länger? Geht January 2nd, 1943. Surrounded on all sides by Soviet forces, the German 6th Army at Stalingrad continues to crumble in the absence of a desperately needed supply line. Many German soldiers trapped in the city, who are now literally starving and running out of ammunition, continue to fight regardless, fearing that the Soviets will execute those who attempt to surrender. The fighting amongst the firebombed ruins of the city intensifies, as thousands of Soviet infantry continue to retake Stalingrad, one block at a time.